Nee, direkt dahinter krieg ich nicht hin. Schade. Da ist jemand live gegangen. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Hatte ich eigentlich schon vorher vor, aber naja. Nee. Lass mich raten, dein Teamspeak liest dir das vor, wenn ich meinen Namen ändere, ne? Richtig. Blöd, wenn ich mir dafür ein Skript schreibe. Echt, hier passiert nichts, ohne dass ich es höre. Ohne dass ich es nicht höre. Schwierig. Es geht los. Bei mir kommen 4 Leute. 5, 6, 7, 8, 9, 19, 10. Direkt vor mir stehen 2. Ach, da komme ich gar nicht lang. Ja. Wo kommst du denn auf einmal her? Aber 34. Die Bewaffnung gefällt mir gar nicht. Wir liegen nur ein paar Claymores rum. Könnt ihr eigentlich jetzt nicht alle wieder einsammeln oder immer nur eine? Immer nur eine. Ja, eine. Sonst dürft ihr richtig laufen. Oh, hi! Jeder Gang macht schlank. Als ob ihr nicht in meine Claymore gerannt seid, ob ihr doof seid! Ihr Hacker! Ja. Exos! Oder war das nur der eine, der hier rumstand? Hat jemand eine Schrotflinte? Nein. LOL, hier oben war nur ein einziger! Ja gut, da kann ich die Hedge leider nicht aufmachen, dann muss ich halt wieder runterlaufen. Ach, hier ist er noch ein Hügel. Nein! Richtige Taste. Dubidubidubdubdu. Weißt du, Treppen an und hoch und runter rennen ist schon im realen Leben doof. Im Spiel auch. Hey, das Spiel soll ja realistisch sein. Hm? Ja gut, aber doch nicht, was das angeht. Natürlich, was auch sonst? So, wenn schon richtig oder wie? Ja, okay, na gut. Will ich das jetzt einfach mal so glauben? Na, was kuckelst du da wieder rum? Da weiß ich nicht, das längste Kuckloch, was du je gesehen hast bei ihm. Nee. Hübsch. Naja, bis auf ein paar dieser Pitzelchen da. Da ja, die wo. Wollen irgendwie nicht so richtig. Die wollen nicht. War es ja noch genug, oder? Geht. Ah, jetzt. Guck mal. Ja. Hübsch. Kuckuck. Hey. So. Jetzt bin ich out of tank. Mein Büro. Gibt keine Termine heute. Hey. Ich gucke einfach nur aus dem Fenster in meinem Büro. Das ist schön. Die Klingel hast du gesetzt, ja? Zu meinem Büro. Ja. Ding dong bumm! Oh, hallo! Das ist die Klingel mit dem gewissen. Das ist übrigens ein Klassiker von Sprengfallen übrigens. Hm? Die Benutzung von Klingeln ist ein Klassiker bei Sprengfallen. Oh!
das der Punkt ist, an dem du am wenigsten mit rechnest. Nein, welche Dinge tut man automatisch? Man drückt eine Klingel oder man tritt gegen einen Fußball. Oh, boy! Yep. Zweiter ist miese! Realität. Oh, schwierig. Das mit der, aber das mit der Klingel, ja gut, ja. Klingel hängt doch irgendwie zusammen, aber ein fucking Fußball, willst, Alter! Ich auf dem Boden. Verbinde ihn mit dem Draht. Ja gut. Toll. So. Nein, 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 das... Tobi, dann plant doch mal irgendwo im Spot. Das Ding ist eh zugemint mit Haas. Nein, ich muss da rauf. Okay, Bernd ist noch nicht zufrieden, er muss noch mehr verlegen. Nee, alles gut. Ich okay. So, gut, dann kann ich ja in Ruhe weiter aus meinem Platz, Büro gucken. Wo ich sterben kann. Andere du, verlegen. Du kannst ja das größte Peak Hole nehmen, was es für den Raum gibt. Ins Badezimmer duschen. Wir wollen ganz viele Termin haben. Oh, schwierig. Ah, nee. Oh, ganz schwierig. Hey! Fangt an. Nein, nein, nein. Ob du doof bist? Oh. Der war gerade voller Kanne in die Wand gezimmert. Oh, ich bin Klemmer. Ey. Doch, klasse. Vom Fenster. Ich hab keine Munition mehr. Das ist ganz toll. Stirb. Nein. Kartoffel. Hey! Nicht! Ich glaube, in meine Claymore ist bis heute keiner reingerannt. Sollte dir zu denken, du musst von meinem. Die liegt halt wirklich noch da! Oh, wow! Okay! Weißt du, mir treten sie die Türen ein im Büro, weißt du? Im Schlafzimmer will keiner, oder was? Mensch, bin ich heute wieder eine wichtige Person? Gibt Schlimmeres. Oh, guck mal, ist doch mal schön ausgeglichen. 27, 17, 15. Ja? Alle 15 plus, ist gut. Ja. Aber? Ja, mal gut, dass du den Keller alleine aufgeräumt hast, war natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Jetzt sag mal, hast du nur Bombe entschärfen? Eigentlich nicht, wieso? Ich hab alles drin. Oh. Ich hab gehört, Tobi kontrolliert nach der Runde mal seine Einstellungen. Ob er es nicht doch aus irgendeinem Grund aus Versehen verstellt hat. Hab ich auch gehört. So, ich hab gehört, Kali ist am Start. Uff! Weißt du, man denkt sich ja so, Sniper, ne? Und dann kommt Kali! Die denkt sich so, One-Man-Army, ey. Gebäude? Welches Gebäude? Die denkt, weißt du, die macht aus Rainbow mal eh Battlefield. Genau. Da ist ein Camper in dem Turm! Battlefield-Spieler, welcher Turm? Warte mal kurz. Los, mach Luki, komm her. Dann macht sie mich. Weißt du, was ich da mach? Bumm. Oh cool, wo bin ich denn jetzt? Du bist vorne, glaube ich, ne? Bin nach ganz oben gelaufen. Aha! Der andere Ausgang. Also, Abgang. Ja, ich weiß! Ich habe auch extra runtergepinkt, weil ich mir schon dachte, dass da unten einer ist. Nö. Weißt du, warum ich diese Waffe toll finde? Du kannst mit einem Schuss einen Headshot öffnen. Bernd, ich sag's ungern, aber hier oben ist kein Schwein. Was? Nee. Ach, du willst lieber da unten alle grillen, oder? Ich hab mal gegrillt, ich wollte ein Barbecue machen. Lecker. Ich höre von keinem was. Ich höre nur ein blödes Handy. Oh lol, hi! Bis unten. Yikes! Ich würde hier nicht runtergehen. Na. Ja, hab ich gesagt, dass ich direkt eine Armee um mich rum hatte.
Mensch! Wie hat der das denn überlebt? Boah! Das hat es aber nicht überlebt. Doch, ich bin noch da, nur lange. Aber den Schützen habe ich nicht mehr überlebt. Direkt bei mir steht einer. Wie oft denn noch? Ich habe gehört, wir machen das dann nochmal. Okay, wer hat welche Prioritäten? Du bist die Priorität, weil dein Balken schon weiter ist. Du bist bei mir. Bei mir steht direkt einer. Nicht mehr. Komm raus aus deiner Ecke. Was ob der jetzt Beidung. Nicht kommt? Komm gleich weg. Du doch auch. 4, 3, 2, gut. Ich musste doch noch jemanden umlegen, tut mir leid. 4, 3, schaff das noch! 1. Oh, scheiß Schild, Alter! Ich hab mich selbst getötet. Danke, Spiel. Tut mir leid. Also, wir haben beide Bomben nebenbei gefunden. Mal die sind wieder. Immer andere, ne? Ja, die andere ist da hinten. Ja. Na dann, legen wir mal gleich. Das ist das Üble, wenn die nah aneinander sind. Alle ja. sind an einem Fleck. Das ist halt das Problem beim Flugzeug. Na. Oh, Leiter, na klasse. Das auch. Oh, die waren da so gut zerrissen, ey! Mensch! Wenn sie endlich zwar stärken, ne? Aber die ich hab nicht gesagt, dass da hinten clean ist. Danke. Entschuldigung. Also ich muss noch schnell wegrennen. Ich glaube sogar auch zwei, obwohl einer mindestens da ist. Genau. Der ist echt klein, der Raum. Ja. Der hat einen Vorteil. Echt klein. Also wie gesagt, ich habe gehört, wir machen das gleich sowieso nochmal. Also. Ich schau jetzt einfach mal ganz, ganz gespannt zu. Bernd vermint wieder alles mit Hass. So random es auch ist, ich komme in die Treppe. Obwohl das hier eine Ratte. Nee. Explosive Küche, da sehe ich mich. Klingt gut. Die Klemme ist immer so eklig platziert. Gut, dass sie die komplette Wand reinforced haben. Fast. Könnte man ja auch hingehen und vielleicht mal den hier machen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Claymore Placement? Nein, noch nicht, okay. Yes. Das war mir so klar. Ich glaube, du mich durch die Wand holen willst, Arschloch. Geh weg!
Der ist echt in die Klemme reingerannt, die hinter dem. Ja, dann. Ein gutes Spiel. Hat er sich jetzt belastet? Tint? Miep! Mal links und weg. Links. Und du jetzt auch. Ach lol, der ist hinter der Tür. Hm. Deswegen sei ja links am Bett vorbei, aber so jetzt auch. Oh. Ja, vorbei. Nein! Nein! Nein? Doch. Hast du irgendwo ein Handy in deiner Nähe? Echt? Hm. Weißt du das nicht? Nee, ich bin ja kein. Doch, hier ist es. Ich hab gerade am Anfang nicht gehört. Steh auf! Ist sie sicher, dass einer sitzt? Ja. Oh, doch, ja, jetzt sehe ich es auch. Einer? Das sind zwei! Ja, moin! Hm, ein Pärchenschild. Hinter dir? Ja. Müssen da diese ganzen Stühle stehen? Das ist doch so einfach. Kein Stehzeug. Da sitzt ja aber keiner mehr. Doch, kann sein, bist du sicher, dass da keiner sitzt? Dann wundert es mich auch nicht, dass der Raum leer ist. Kann die in der Nähe? Kann ich hier. Mm-mm. Schade, versuch was. Unzerstörbar. Die hier kannst du aber durchgucken. Ist ja aufschlussreich. Bisschen Blech. Noch ein Handy. Mhm. Hinter der Wand. Spielen wir mal ein bisschen Roulette. Na los. Nein, der war nicht da. Aber ich muss sehr close sein, so laut wie das ist. Hm. Weiter rechts. 100 Pro, da sitzt er. Türrahmen. Ich gehe davon aus, dass der irgendwo in der Nähe des Türrahmens ist. Renn, nee. Renn einmal dran vorbei. Mir geht's gerade eher darum, dass hier irgendwo noch Gegner rumhängen müssen, weil hier hinter die Bombe ist. Also auf dem Sitz! Hätte ich dann gesungen können. Hallo? Klopf, klopf? Keiner! Literally no one! Ich kann hier planten, ne? Mhm. Aha! Links, genau da. Sonst noch einer? Ohne Fahrschein? Nein? Auf dass ich beim Versuch hier aufzuräumen sterbe. Und ich erst beim Blenden. Als ob die sich alle im Nebenraum verkämmt haben, ob die doof sind. Na gut. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, oder? Viel laufen. Oh. Wie war das? 5 pro. Nein, dauert es länger, ne? Ja.
das ist wohl wahr. Ah, 10 Punkte mit dem. Sehr gut. Mir geht's nicht um das Schild. Ich nutze das Schild eher als Versteck. Für die ganze Geschichte. Was hat denn Jan da? Die Range von den Dingern ist auch schlimm. Die ist länger. Von der normalen Claymore meinst du, von der echten? Mhm. Da kann ich nicht. Eine Claymore würdest du nie in einem Gebäude einsetzen. Ja gut, klar, der Springradius hast du schon erzählt gehabt, klar. Das hier sind Claymore Lights. Claymore Lights, uff. Hat er nicht. Okay. Vielleicht. Eine gebe ich mir noch. Ist das von der Range her? Nein. Oh. Doch, reicht. Reicht. Echt? Die müssen ja zu dem Eingang hin. Na, damit kann ich schon nicht arbeiten. Gut, auf das jetzt alle von dort kommen. Habe ich gehört. Dann hättest du vor deine Türen noch welche legen sollen. Ja, ich habe aber langsam keinen Platz mehr. Also ich finde, der Platz, wo du dich hinlegen willst, ist viel zu unsicher. Viel Erfolg. Ja. Ja. Muss ich auch sicher gehen, dass ich dir im Beine sehe. This could actually work. Ich hätte das Loch noch ein bisschen größer gemacht, glaube ich. Weil es ja davon abhängig ist, auf welcher Seite die hier sich jetzt hinsetzen, ne? Mhm. Das war gerade einer auf dem Dach, habe ich das Gefühl. Das war links. Oh. Jetzt hast du ein Problem. Zwei. Eins. Und? Cool. Danke für die Smoke, Jungs! Alter, ohne die Smoke hätte nicht funktioniert, ey. Die wäre sowas von reingerannt gekommen und hätte mich zerlegt. Tschüss. 32, Glückwunsch. Hey, ich habe so viel aufgeräumt. Oh, holy shit. 32, ich hab. Schwierige Nummer. Uff. So, erstmal zurück zum Hauptmenü, hat der Host gesagt, ne? Ja, mach ich schon. Moment, jetzt ist doch mal gut hier. Erstmal Text tippen, genau. Was ist das für Nebengeräusche? Das kann nur von oben kommen. Hey. So, ein Spiel ist alles normal eingestellt. Mal gucken, was er jetzt macht. Hey, ne? Ah ja! Das Spiel will uns irgendwie was sagen. Wir sollen competitive spielen, habe ich das Gefühl. Ja, glaube ich auch. Ja, hey, warte mal. Wenn, dann müssen wir jede Location auswählen, so. Letzte Runde James Maverick. Passt doch. Jetzt ist lustig. Auf der Map, ey. Ich liebe sie so sehr.
Kali könnte in dieser Map echt assig sein. Ja. Weil du echt viele Breachable auch. Walls hast. Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Weißt du so. Halbes Haus zerstören mit der Frau. Hm. Gönnt sich Tobi. Da sehe ich mich. So was von. Dufia fragt, worauf sperrst du so ab und Kali sagt, danke für den Input. ja, die Kommunikation ist super. Input, das war eine Frage. Wie war das? Auf was stehst du so? Ja, du hast halt was zwischen den Zähnen. Sehr gut, Dokaebi. War nicht schlecht. You've got something between your teeth. Ja, okay, Dokaebi. Alles klar. Okay, hier war ein random T. Er schreit doch schon danach, dass die Bombe in der Nähe ist. Hallo! Bei dir ist das Gebrülle groß. Ich komme mal dazu, wenn ich dich finde. Treppe, drei Leute, wait. Hi. Hm. Ah! Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ist doof. Ja, hab sie gefunden. Sehr schön. So ganz zufällig mal vorbeilaufen. Nö. Nee. Das war auch sowas von drauf. Der auch. Mhm. Ach, der ist das. Klavier. Also hier können wir keine Sneaky Peaky Missionen machen, also Aktionen machen. Wait! Tobi, komm mal kurz in den Flur neben dir. Also wo ich gerade stehe hier. Eine Seite reinforced, andere Seite auch. Zufall? I don't think so. Wow. Ich kann echt beschwindig laufen, ohne dass ich getroffen wurde. Nee, tatsächlich nicht, ich hab gerade aufgehört zu schießen. Wir müssen da gleich mal hoch. Nee, da benötigt jemand Hilfe. Spielt alleine unten weiter. Wenn nix da. Gibt's nicht. Als ob die Reinforcements sich da platzieren, aber keine Bombe da steht. Die doof sind. Hier spielt die. Ah, Bernd ist bei der nächsten Bombe. Das weckt der da rein. Also müsste doch hinkommen. Ach so, der ist schon tot. Er ist schon tot, das ist richtig. Jetzt hab ich die Wand schon kaputt gemacht. Was? Ach so, die habe ich gespottet durch die Wand. Mhm. Ah, natürlich. Kevin. Ja, ist bitte? Mir gerade aufgefallen, wie viele Feinde ich gerade angeblich gleichzeitig umgebracht habe. Da standen gerade zwei hintereinander. Beide mit einer Kugel. Zack, weg. Wundert mich nicht. Das hier macht Kollateralschaden. 25 plus 10 Durchschuss. Ja, und, du Punkte, kannst Punkte, einen Quadro-Kill machen mit dem Ding. Bei T's. Penta-Kill. Ich habe schon 5er hingekriegt. Oder ein Penta. So. Fangen wir oben an. Fünf hintereinander angelaufen kamen. Ich habe gehört, wir fangen mal unten an bei dem kleinen Raum. Ja, das macht das hier so ein kleiner Raum. Ja, okay. Abgesehen davon, dass die benachbarten Räume nicht komplett mitzählen eigentlich. Na gut. Deswegen sag ich ja, der Tresorraum ist komplett der kleinste. Mhm. Die Nachbarräume zählen halt mit, vor allem weil die eine Wand reinforced haben, die Idioten. Der Eingang hier ist nicht erlaubt. Nicht. Haupteingang, habe ich gehört, wird auch denied, ne? Ja, bitte. Sophia kümmert sich schon. Nicht. Okay, ich wollte gerade sagen. Ach, hier ist gar kein Haupteingang mehr. Ach doch, warte mal, der Haupteingang war hier in dem Raum. Ich finde es interessant, dass der Haupteingang von außen reinforced ist, nebenbei. Ja, oben ist die Tür auch von außen, also. Mich wundert nicht. Makes sense. Eben. That makes definitely sense. Hm.
Wo könnte man denn noch ein... Oh, Fenster! Fenster, ja moin! Fenster, da sehen sie sich. Wo ist das andere Fenster, was ich gesehen habe? Ich hätte das werden schon vermint. Ne, oder noch nicht? Kann doch gar nichts vermint. Achso, stimmt, Sophia hat ja gar keine Claymores. Ja, schwierig. Ja. Doch. Nein. Sophia hat Claymores, doch. Ja, aber ich hab die nicht eingestellt. Ich spiel sie mit denen. Also normalerweise. Also offener kann das kann die Claymore nicht stehen, aber ist egal. Ob sie vom Fenster kommen oder von der Treppe, die fressen sie eh. Die im Fenster sind nur schneller da. Da. Ah, okay, ist zu. Ich hab schon halb Sorgen gehabt. Dann sorge ich mit einer meiner Claymores für die Treppenabsicherung. So. Voila. Frage ist, wo plantet Tobi, und die Frage ist, wo stelle ich mich hin? Ich würde am liebsten in den Nachbarraum gehen, aber... Was ist eigentlich über uns? Komm, oh, die, oh, die kann man aufmachen. Ja, lass mich mal hochgehen, was? Sag doch mal, ich kann doch aufsprengen, ich habe doch so eine Matte. Ja, aber ich wollte nur gucken, ob man das aufsprengen kann. Ja, kann man. Mit meiner kannst du richtig gut hier aufsprengen. Warte mal, was macht die denn eigentlich? Die macht gar nichts. Macht ein kleines Loch in durch. Ja, im Endeffekt ist das wie von Fetcher eine EMP-Granate. Hinter der Wand gehen ja alle die Weißes im Arsch. Sogar Schilde. Ja, stimmt. Da haben die zu wenig. Ja. Ja, hübsch. Wollt ihr ablegen? Hast du noch so ein Ding? Ja. Was soll ich die Panorama hier oben machen? Tobi? Ein Panorama-Deck. Kannst du irgendwie so Richtung Holzstapel planten? Danke. Da so. Ja. So, ich 100 Pro, da ist ein Bücherregal. Ah, nee, doch nicht. Kann ja gar nicht, hier ist ein Reinforcement, ich Idiot. Kuckuck. Muss weiter oben hin, ja. Oh boy! Komm mal hier rüber. Ja, ich guck gerade durch die andere Seite. Das ist... Von hier aus ist es noch viel geiler. Ja. Die Fischen ist so übel. Ich meine, du kannst ja bei Livestream reingucken, fällt mir gerade so spontan auf. Haha. Kann nicht runtergucken, weil der Teppich hier noch liegt. Ist das nicht doof? Okay, das ist Papa, echt doof. Ich möchte einmal kurz festgelegt haben. Bitte in Zukunft, das gilt für alle, aufpassen. Wenn man drunter liegt, ich habe gerade mein halbes Leben verloren. Ah. Ich hab nur noch 20, Tobi. Nimm's Sport. Ich habe noch 51. Okay. Ich habe noch rot gesehen, das war ein bisschen. Ja, Tobi, komm einfach zu mir. Dann sind wir im Safe Spot. Ich hau mal lieber ab, das wird mir gerade zu ungeheuer hier. Leg dich mal hier hin. Du hast doch gesagt, du willst einen Panoramablick. Ja, aber. Ja, hübsch. Ne? Also. Ja, hübsch, das ist doch mal. Wo hast du jetzt abgelegt? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Gib mal her. Warte mal kurz. Da sind 10 Punkte. Gib mir jetzt die Bombe und leg dich dahin. Na gut. Du sollst mir die Bombe geben, nicht legen. Amerikaner. Nö. Wo legst du sie denn hin? Hier Klatsch Richtung. An dein olles Loch und los geht's. Ja, dann plant mal irgendwo so in der Reihe, du weißt ja wo. Weil nicht unterm Teppich, dann sehe ich nichts. Also, muss uns sagen, wo der Teppich ist. Ja, siehst du meinen Marker? Warte, ich gehe mal in den Holzstapel. So, jetzt bin ich unterm Teppich. Jetzt gehe ich gerade zurück. Jetzt müsstest du eigentlich einen guten Blick haben. So, hier so. Dann ja, hab ich eine Mauer über mir, Tobi. Guck mal nach oben. Guck. Oi. Geh mal ein Stückchen nach links von dir aus gesehen. Warte, ich markiere das mal. Ja, ich so. Sehe dich. Achso, da. Ja, so geht's auch. Okay, los geht's. Die Frage ist nur, ob hier oben welche lang gelaufen kommen. Glaube ich nicht. Wenn du dich jetzt nicht super und super auffällig verhältst, eigentlich nicht, nee. Kali in Room. Ja, das wird lustig. Ich weiß nicht, wohin. Das ist mein Problem. Haupteingang.
ich bleib hier liegen. Ja, ich auch, so mehr oder weniger. Fenster. Ich find's interessant, du schießt links von mir, ne, vom Loch aus. Ich hör's rechts. Ja, stimmt, ich schieß links von links aus. Ich hab grad ein großes Smoke-Problem. Nicht schlimm. Och. Ein Wort dazu, schwierig. Vorsicht, da kommen noch mehr. Als ob du die Wand vor mir zumachst, ob du doof bist! Klappe da oben! Nein! Oh, verdammt! Hier raus! Wie geht das denn? Oh je! Einer mit Schild! Spaß oben. Einer mit Schild, oh, das wird wirklich lustig! Komm her! Oh, gut! Oh, das ist ab! Okay, bei mir hat er sie noch. Okay, zeig her, zeig diese Wiederholung. Echt jetzt? Ich bin alleine. Er hat durch sein Schild geschossen. Er hat durch sein Schild geschossen. Okay. Ja, tatsächlich. Der hat das Schild auch sehr interessant gehalten gerade bei mir. Hm. Als ob das jetzt schon wieder alle waren. Hm? Hallo? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dass einer langkommt? Mittelhoch. Relativ. Also abgesehen von dem Fenster eigentlich relativ gering sogar. Naja, die meisten. Also es gibt auch Leute, die außen rumrennen und dann bist du hier am Arsch. Das ist wohl richtig. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich keine Riskanzen eingehen würde. Riskanzen, ja, dann. Risiken, Entschuldigung. Wird das wohl auch nicht schlecht für die Riskanzen. Willkommen auf Jace at seinem Channel. Hier lernen Sie neue deutsche Wörter kennen, die nicht im Duden stehen. Mensch, wie kreativ ist dieser Channel? Englische Worte. Denglisch? Risk und Ans. Oh, wow. Ja, okay. Kann man so sehen. I doubt the people will go the stairs. Gut. Bitte denke immer daran, die Terroristen sind doof. Die machen Dinge, die du nie erahnen würdest. Ja. Ne? Der Witz ist, die gehen meistens eher durch die ganzen Fenster, habe ich vorhin bei der Map schon gesehen. Sachen, die sich instant erstmal aufs Dach klettern. Okay. Meinetwegen. Danke. Wir also merken nach einer Minute, ups, die Bombe ist ja schon entschärft. Genau. Genau. Ja, vorletzte Map, das war hier vor, auf. Ja, heißt die Map immer wieder schon wieder, ey. Meine Güte. Keine Ahnung, wie sie heißt. Die Wintermap. Ja. Tobi, du bist auch. Nee, Chalet waren wir. Chalet. Chalet. Ja, genau. Chalet. So. Du machst wieder Randale, das ist gut. Wenn das Ding wieder funktioniert, ne, dann GG, Alter. Dann echt GG. Dann Retard Tactics confirmed, ey. Junge! Warte mal, hier steht ein Schild, hier würde ich planten dann. Ja, dann mach doch. Leg los. Ich hätte nicht so eine Klemme daneben legen, aber egal. Laufen. Eins. Ihr Wichser. Da kommt einer bei dir hinten hinter dir rein. Ja.
1. Als ob! Was soll ich so groß sagen? Was? Was? Komm gerade einfach mal. Das war nur einer an dem Fenster! Ich da rein und renn an dir vorbei. Alles klar. Die sind nicht reingekommen. Das war hinten der Balkon, den du gehört hast, wo die hochgeklettert sind. Echt? Das war nur der eine an dem Fenster. Oh, komm schon. Ah. Die sind doof. Oh ja. Okay, Leute, das war's für mich. Gut. Belastend. Viel Spaß noch. Danke. Ebenso. Vielleicht morgen Abend. Ach, warum nicht? Muss ich gucken. Ich denke mal, ich werde sehr viel mit Dokumenten zu tun haben morgen. Weiter Dokumente von Frau Smith und mir aussortieren. Ja. Oh je. Yeah. Viel Erfolg dabei und Durchhaltevermögen. Ja, alles gut. Ich werde nur immer mehr Papiermüll sammeln. Ciao, ciao. Bis dann und tschüss. Tschüss. Ja, ich habe einen ganzen Umzugskarton vor mir quasi. Ja, nicht ganzen, ganzen so einen halben, aber... Ja, noch. Gute Musik, ordentlich durchwälzen, dann schaffst du es in ein paar Stunden. Ach du Scheiße, hallo? Hi Jan! Betty live? Ja. Steht das hinter meinem Namen? Ja! Nein, bei mir nicht. Jan! Da macht die Custom Names bei mir alles aus. Klar. Ich will nur gerade mal was anmerken. Leon hat sich gerade beschwert, warum hat Tobi noch Admin und ich nicht mehr. Also Leon hat nicht mehr. Weil er treu dachte, das A von Channel Admin ist Admin. Oh, wow. GG Leon! Warum hat Tobi Admin und ich nicht? Lol. Rainbow. Rainbow. Bis nach Andale machen. Genau, T-Hand. Lohnt sich das nochmal runterzuladen oder? Eigentlich yep. Schon. Also ihr zockt das noch, ne? Ja, ja. Tobis Familie spielt das aktiv, Alter! Echt? Ich hab keinen davon auf der FL. Wir haben Tobi, wir haben seine Schwester, wir haben seltenst auch noch Alessa dabei, wir haben seinen Vater, wir haben seine Schwester, sein Onkel, Entschuldigung. Ich wusste, irgendwie hab ich vergessen. Da hab ich irgendwas Brüderliches. Tobi ist auch dabei. Und ja, Tobi. Genau. Da komme ich auch noch. Leute, ich sehe gar nicht deine Freunde, Tobi. Auf Steam. Auf Steam sehe ich deine Freunde gar nicht. Das müssen wir wohl mal ändern, was? Ich hab gehört, ich verteile mal Drone Wars. Was? Die haben zwar keine Drohnen, aber egal. Warum bin und deine? Oh! Du bist gut! Wachdrohnen! Mensch! Du bist ein Genie! Wachdrohnen! Die gehen mit Sicherheit auch auf Menschen los, nicht nur auf Drohnen! So! Guards placed! Ich hab da zwei Sachen, zwei Fehler gefunden auf dem Steam-Profil. Das sind C4. Was für zwei Fehler? Ja, du hast ja geschrieben, ich bin regelmäßig auf dem Teamspeak-Server des Trinex Gaming Clans. Und da hast du nochmal in seinem, solltest du per Mitglied des Clans sein. Ja, eine Community. Woll? Na, jetzt darum, dass, wenn man nicht Mitglied des Clans ist, dass man mich anschubsen muss, damit ich. Ja, wir sind ja kein Clan. Was soll der sein? Als ob die beiden Wände wegsprengen, die Wichser! Oh, wow. Läuft bei denen mit Hass. Ja! Alter, was machen die da? Die machen Terror, die haben keinen Bock auf die Wände. Ja gut, ne? Ich bin oben. Ich denk mir jetzt... Guck mal, meine Guard-Drohnen stehen noch! Alter! Ah, dein Ping ist wieder Knall haben. Ja, haben sie! Die haben halt konsequent alle fünf Wände weggezogen, da haben sie nichts gekannt, ey. Weiß ich, die nur planten will, random durch die Wand halten, alles verfehlt, erstmal springt die Ecke hinten weg, ich denke mir so, nee, dann fangen sie an auf mich zu schießen und springen mich auch noch weg. So, like, hallo!
Wow. Freunde! Ich muss jetzt gleich ganzen Wände dicht machen hier. Ja, denn C4 bringt es auch nichts mehr, ne? Ne, leider nicht. Leider Gottes. Guck, wie lange ich das jetzt hier durchhalte. Müsst ihr in den Kameras, ne? Brownie und Chesser haben die Woche echt viel gestreamt. Ne, bin ich nicht. Ich bin tatsächlich auf deiner Vision. Aber ja, ich kann mal deine Valkyrie-Camps gucken. Das wäre nett, dann. Da sind sie ja da. Zwei Stück nur. Okay. Jetzt hast du nur zwei? Einen zerlegt. Noch einer. Zwei. Klatsch. Von hinten kommen zwei Stück. Die wollen die Wand auch sprengen. Haben sie schon. Die anderen beiden sind im Raum links von deiner Camp. Welcher? Leute, ihr könnt mich alle mal. Da der letzte auch noch. Ja. Konnte ich nicht mehr sehen, den letzten, aber ja, der war auch da. Gib dem mal die nächste Drohne. Bitteschön. Da würde ich den ganzen Gang gucken. Nice. Erstmal das Haus wieder restaurieren. Versuchen, was zu restaurieren geht. Hey, wir spielen auf normal, das heißt, du hast eigentlich unendlich Barrikaden, ne? Trotzdem, das kostet Zeit. Ja, gut, das stimmt. Wir sind in Welle 2, die fangen jetzt schon mit Exothermen an. Haben die einen Knall? Schildeinheiten halt. Trotzdem kann man fragen, ob die gesoffen haben. Ich mach mal mein Scan-Makro an. Mach mal. Ich höre sie, aber ich weiß nicht wo. Ach, da. Och, das hat keinen Durchschuss gegeben, das wundert mich. Noch einer. Noch einer. Mit Schild. Hey, machen mal Tür ordentlich auf. Oh, haben sie die Tür erwischt langsam? Okay, Entschuldigung. Noch einen um die Ecke. Nebenraum, den sie vorhin mit Hass aufgesprengt haben, genau. Oh. Hinter dir. Oh. Ja, toll. Habe ich nur gehört, habe ich nicht gesehen. Naja, aber 24, ne? Naja, kann man auch mal machen. Mal ne? Hin. Ich meine, dass ich instant mit Hass weggesprengt wurde, war jetzt nicht so nett. Hallo? Ja. Zwei Sachen. Einmal, ich soll euch fragen, ob ihr mitmachen wollt bei GTA. Fun Games, ein bisschen Rennen fahren und so ein Kram. Ich hab kein GTA. Also, ja, aber dann hat schon mal erledigt. Und es gab gerade eine Beschwerde von dem Moritz, ganz unten in Top 10, an diesen Irigira irgendwas, wenn sie hat seinen Channel. Der joint dann nämlich andauernd in den Channel bei denen, fuckt die ab und macht Soundboards an. Also, wenn du mal irgendwie seht, dass sie die ganze Zeit rumjoinen oder sowas, dann einfach mal im Auge behalten. Mhm. Okay. Der Name sagt mir was. Mir auch. Ich glaube, der war schon mal gebannt vom Server. Ich weiß, dass Moritz schon mal gebannt war, tatsächlich. Okay. Ja, aber dieser Girigira, der Name kommt mir bekannt vor. Der war, irgendwas war mit dem schon mal. Bevor ihr die Listen, zurückgesetzt habt, habe ich mir die noch durchgelesen und der Name, an den erinnere ich mich. Der stand drin. Ja, ich mir auch. Der kam irgendwie. Das war erst dieses nix letzten Jahres stand was drin. Irgendwie Juni oder so. Hat er sich umbenannt? Jo. Auf Oliver Cooling, ja, cool. Description ist auch keine Rechte vergeben. Hat das gesehen? Das ist gut.
Einfach mal im Auge behalten, wenn ihr könnt. Ja, mach mal. Ich bin mal ganz assig gerade. Da wollte einer aus dem Fenster springen. Was denn jetzt? Ja, toll. Achso. Hat er so von mir gekriegt. Kann man als Channel Hopping sehen, der ist ziemlich oft gesprungen. In dem Moment. Ja. Ja, ich kann Türen aufmachen mit Bug. Ich weiß, wie das läuft. Junge. Das war der Arsch. Das war ein anderer Arsch. Gut, ich hab gehört, ich bin von oben auf. Hallo! Ja, denke ich mir auch gerade. Klappe da hinten. Nee, noch einer. Bei mir meint gerade einer. Dass ich den noch getroffen habe im letzten Moment, wundert mich. Och, da steht er. Er ist jetzt in Tag 5 gewechselt. Er ist in Tag 5. Warte mal. Leg ich hier ein bisschen ungünstig? Doch, nur mit einem Kreuzfeuer, alles gut. Dann geh ich mal ab in... Im Bad war der drin, Küche. Oder was? Nicht in die Küche, ins Badezimmer. Nee, der kam von der Treppe. Aber den hast du ja wohl schon umgehauen. Ja, der ist irgendwie Dankeschön. Reingerannt ins Schlafzimmer, habe ich das Gefühl. Wo duschen? Oder musst du duschen? Nein, nein. Hauptsache Schilde zerstören, ne? 10 Punkte. Das ist so eine Mischung aus Ash und Fetcher. Ich finde das echt arschig. Irgendwo. Ich habe das Gefühl, der Rest ist im Keller. Ihre Waffe hat aber auch den entscheidenden Nachteil, dass sie sehr langsam ist. Also die Waffe. Ja. Das stimmt voll. Die Zeit zwischen den einzelnen Schüssen ist bei keiner Waffe so wie bei ihr. Hey. Wie? Es sind nur noch 3 Stück. Ja, komm mal mit. Nein! Nein! Letzten haut's mich noch um, ey, ich glaub's nicht. Der letzte war definitiv ein Headshot. Hm. So, ich beobachte mal kurz. Ich switch jetzt mal, was das Angucken angeht, auf Talk und Siat Channel und beobachte das Ganze jetzt ein bisschen während des Spielens. Okay. Ach, verdammt. Ich muss ja noch auf den Server log. So. Touch-Monitore lohnen sich nun mal, was das angeht. Touch-Monitore, ja, das ist fancy. Ist cool. Ey, mein gut! Ich habe ein Triple Screen Setup, das ist auch ganz nice, aber. Ja. Hm? Hat auch was. So gesehen habe ich auch 3, aber. Einen von den 3 nutze ich nicht. 2 reichen. Ja, ich sag's mal so: Den einen von den 3 nutze ich bei den Streams meistens eher als Beleuchtung. Oder halt, um nebenher meinen 3D-Chat laufen zu lassen und damit mitzulesen. Ah, nicht schlecht. Weil der scheint, je nachdem in welchem Raum ich bin, und ich bin gerade in einem meiner selbst erstellten Räume, der relativ hell ist, bin ich auch ganz gut ausgeleuchtet. Ich brauche nicht unbedingt weiße Websites. Ja, gut. Okay! Spiel! I got it! Verstanden, was ihr von mir wollt. Gut, wir spielen kein realistisch, ne? Und auch kein schwierig. Richtig. Okay, ich lasse das Schild weg. Nächster. Ach, Bugs drauf. Nein. Das Problem ist, auf realistisch brauchst du das Schild, weil die sowieso Headshot-Aim haben. Bei den normalen Bots allerdings, wenn du das Schild hast, kriegen die auf einmal ein Headshot-Aim. Mann, Diggel! Wie viele sind denn noch im Eingangsbereich, ey? Noch mehr. Das waren schon 3. Aber noch einen links. Jo. Ah ne, ist nach oben, Entschuldigung.
Ja, die Gefehlfunktion, Moment! Als ob ich die ganze Zeit gegen das Geländer geschossen! Oh, wow! Tobi? Ja. Genau auf die scheiß Kante habe ich getroffen. Oh, schön. Die ganze Zeit! Wow! Das Ding sollte schon längst kein Geländer mehr sein. Danke. Jo, kein Problem. Ich suche gerade das Nitro, was hier ist. Oder hast du es schon? Nee, ich hör's auch. Gut. Das ist keine Paranoia, das ist gut. Ich hab zumindest kurz eins gehört. Ich weiß nicht, wo. Ich auch, und zwar unten. Vielleicht im Schlafzimmer. Hey, talk about my one-tops. Scheiße, das ist ein Spruch, den du wahrscheinlich nicht verstehst. LOL! Ja, leider. Warte kurz. Das ist ein Counter-Strike-Meme. Ich schmeiß einfach mal um. Dachte mir. Schmeiß einfach mit Pokéball nach, den offen, dass du Pokémon fängst, ja? Ja! Warte, jetzt will ich ihn noch einwerfen. Nach unten bitte! Ich sagte nach unten! Nö. Och Mensch. Oder ist auch niemand? Da ist tatsächlich einer. Ja, stimmt. Ist da war einer. Ey, das hat er nicht gebracht. Ich würde sagen, Geisha ist clean. Sonst wird er jetzt schon längst einer durchsprayen. Ja. Aber jetzt fällt mir gerade auf die einzige Situation, wo ein Terrorist rennt. Ist, wenn du eine Granate nach ihm schmeißt. Sonst rennen die nicht. Ja, stimmt. Also rennen die wirklich nie. Sind faul. Oh, Jung! Ja, ich war auch grad. Pack die scheiß Flash weg, Alter! Stirb! Oh, ich stirb durch meine... Derzeit Eagle Neon Rider! Oder so. Ich finde, das hat ein bisschen was von Neon Rider Design. Ne, das ist ein anderes Design, aber egal. So, einer fehlt uns noch, dann kommt der Rest. Safe, wir haben gleich wieder Party in der Küche. Oder auch nicht. Ja. Stimmt, war ja die Sniper. Nein, nicht schießen! Gut, dass er reinkommt. Warte, guck mal hin. Mach gerade so meine Sachen. Und dann habe ich das Brett vom Kopf. Du sollst halt weniger Hentais auf deinem Tablet gucken, Doka. Yui Hentais. Nee, Yaoi Hentais, Entschuldigung. Ist eine Frau. Kommt drauf an, worauf sie steht. Na, ich denke eher Yaoi. So wie alle Frauen gefühlt. Egal. Kann ich bestätigen in einem Fall. Das ist bei allen Frauen so, glaub mir. Na gut. So wie wir Männer eher auf Yuri stehen würden. Ich stimme mich auch eher zu. Okay, soll ich dir erzählen, was jetzt so passiert ist? Der Typ ist aus der Gruppe registriert rausgeflogen. Jan hat ihn entfernt. Perfekt. Siad wurde von Jan zum Gespräch rangezogen, welches 40 Sekunden gedauert hat. Und jetzt ist alles jetzt. Na dann. Ich hab. Warum hab ich ein Geschenk? Also Geschenke nehme ich immer gerne, so ist das ja nicht, ne? Was ist das für ein Blackout-Bundle? Ach so. Ich meine, die Maske, wenn die nicht so affig aussehen würde, würde ich es ja irgendwie fühlen, ne? Aber die sieht halt irgendwie komisch aus. Warte, Blackout? Ach so. Er hat oben drauf nochmal so eine Nachtsichtmaske. Oh Gott. Scheiße. Ohne das Nachtsichtgerät würde ich halt echt mich bei der Vision Maske sehen, aber so? Ne. Ich bin ehrlich, das Outfit von Doka gefällt mir besser als das von Vigil. Wesentlich besser. Ja, sowieso.
Aber bei mir geht halt nichts über den Scuba Suit. Appreciate the Scuba Suit. Okay. Always. Wollte ich ihn kriegen. Du kannst einen Angreifer, nicht Idiot. Yep. Nee, die Verteidiger rufen die Angreifer an. Na, wo seid ihr gerade? Appreciate the Scuba Suit. Oh. THC. Na dann. Random Pick oder sollen wir mal Scuba Suit Party machen? Was bedeutet für die Scuba Suit? Dass du Kali spielst und ich Doka. Na komm. EBR oder Schrote? Ja, ich nehme die EBR. Sniper Party. Ja. Die Frage ist, wer hat den schöneren Scuba Suit? Ich muss leider zugeben, Kali. Euer Farbkonzept ist mir wesentlich lieber. Ich hab das rote nämlich. Ich finde das. Dann erst recht! Ui. Appreciate Scuba Suit, wie gesagt. Bin ich gerade über dich rüber gelatscht, Entschuldigung. Ja, bist du. Aber das Problem ist halt, du hast bei Dokas Scuba Suit so interessante Visions. Das ist unglaublich. Ich hab die CZ dabei, natürlich. Warte. Du machst die Tür auf, habe ich gehört. Lol. Das ist auch die CZ. Oh, wow. Da du da. Der Wichser sitzt 2 cm zu weit rechts. Fang dich. Stirb halt. Wie immer ist hier sehr viel. Pokéball! Ne? Bleib halt drin stehen! Gott, ist er weit geflogen! Das war ein Nacken. Also der hat heute definitiv schon mal genickt. Mit der Kugel im Nacken. Was haben wir dazu? Ja. Das wäre fast ein No-Scope gewesen. Schade. Noch mehr Scuba Suits! Guck ihn mal. Okay, sind mehr Overalls für Scuba Suits, aber. Ah, nein! Kein Intruder. Inakzeptabel! Hier hoch? Du rennst planlos durch die Gegend. Was machst du da? Ich hab unten gerade nochmal alles abgecheckt. Achso. Als ob hier in dem Büro mal keiner drin sitzt. Oder? Das habe ich bislang einmal gehabt. Jetzt das zweite Mal. Das kommt halt tatsächlich mal vor. Nein, nein, nein. Es funktioniert wie bei CSGO. Einfach nur nicht hingucken. Ja. Fiebt nur ein bisschen. Nee. Nicht hingucken bringt auch nichts. Gerade. Also weggucken meine ich. Ja. Also komplett weggucken. Das hat bei mir gerade 0 gebracht. Ups. Das war arg weit links. Teamwork. Ich denke ab, du tötest. Passt doch. Kommst du runter? So geht's auch. Der zweite war nicht legit! Der war scheiße, so. Der war einfach nur Spraydown und der war Luckshot. What? Da fällt auch total auf, dass Doka nicht die schlankste ist. Im Vergleich zu Kali. Jetzt guck ich nach.
Vor allem ist Doka ein fucking Zwerg. Jetzt guck ich nach, warte. Wir können ja gerne beide gleichzeitig die beiden aufhören. Ich gucke Kali. Okay. Doka, wo haben wir sie denn? Da. Doka, Bio. Nee. Details. Doka Bio klingt diese Marke. Ah ne, doch, ja, okay. So. Doka Bioprodukte. Fangen wir mit der Größe an. Wie groß ist sie? Also Doka ist bei 1,69. Ich hätte Kali größer eingeschätzt, 1,70. Okay. Gewicht? Na, was wiegt sie bei dir? 62. Kali wiegt mehr. Als ob! 67. Ach so! Sie ist 1 cm größer und wiegt 5. Stimmt, ja, reine pure Muskelmasse, genau. Einmal, jetzt gucke ich mal, was Sophia wiegt. Unsere 72. Kapitel. Auf 1,80. Wollte gerade sagen, auf 1,80. Die ist halt ein richtiges Tier, die Frau. Warte mal, Clash sieht auch so riesig aus. Warte mal, wie groß ist die denn? Die war auch nicht klein, ja. 1,80. Wer ist denn noch groß? Die größte Frau war, meine ich, tatsächlich Amaru. Nee, war sie nicht. Obwohl 1,89 ist schon eine gewaltige Ausnummer. Bis? Ja. Die hat 1,90? Amaru ist 1,90 fast. Ja. Uff. Die Oma vom Dienst ist halt die größte, lol. Was ist denn mit Finca? Oh, 1,70. Nee. Die Bahnchen, na, wie klein bist du? 1,73 für eine Japanerin? Echt groß. Hm. Ying. Oh, süß. Oh, wie süß. 1,60. Echt so, Ying 1,60. Nice. Damit haben sie den Preis der kleinsten Frau im Gespann gewonnen, habe ich gehört. Oh, IQ 1,75. Ja, ist auch nicht gerade klein. Aber warte mal, Twitch war glaube ich auch nicht so groß. Ah ne, Twitch war knapp 1,70, ne? Ja, 1,68. Und Ash hat 1,70. Guck mal bei den Verteidigern ein bisschen. Nomad, so 1,71. Gridlock, ist auch wieder ein Tier mit 1,77 und 102 Kilo. So böse es ist, aber sieht man ihr halt auch an, ne? Ja. Nöck, unbekannt. Sowieso das Geilste, wir wissen nichts von ihr. Okay. 2,10 Meter. So ungefähr 2,10 Meter auf 60 Kilo ist like, ah ja. Ja. Unsere Terrorrussin ist mal eben bei 1,71 mit 68 Kilo. Ja, moin. Man nennt es auch Finker. Jo. Also, wenn ich mal so gucke, in der nächsten Season müsste der Verteidiger wieder eine Frau sein. Mhm. Weil 1, 2, 3, 4, 5 Männer bislang. Und Clash war die letzte. Schwierige Nummer. Mhm. Ja. Oh Gott, 1,65. Süß. Bei wem bist du gerade? Bei Mira. Oh Gott, die Verteidiger durch. Frost 1,72, kann man machen. Quera 1,77. Hab ich schon geguckt. Ja. Komm mal da nicht ran. Ja, Amaru ist einfach. Ist einfach riesig. Boah, Mai ist auch nicht klein. Boah, Mai 1. Jetzt mal beim Mann. 87 geht. Boah, Mai 1,87. Uff. Ich weiß gar nicht, wer war der größte Vieh unter den Männern? Das Lustige ist, das Thema hatten Chris und ich erst letztens, deswegen... KI 1,95. Ich glaube, der war sogar der größte tatsächlich, der alte Sack. Es sind natürlich die Rentner, die größten sind, weißt du, so nach dem Motto. Maverick 1,80. Der Kühlschrank 1,90. Wer ist der Kühlschrank? Achso. Über den Attackern. 1,80 für den Terror-Sniper. 1,80 für den Terror-Bomber. Unsere Oberleuchte ist bei 1,75. Mensch.
Doktor, ich schmelz alles aus meinem Weg, ist 1,78. Hm? Der Deutsche unter den Engländern ist 1,80 groß. Ah ne, das war Fetcher, Entschuldigung, ich smoke. Oh. Oh! Oh, Sledge macht Kaid fast Konkurrenz mit 1,92. Natürlich ist der Schotter wieder so ein Biest, ey. Buck ist niedlich, 1,72 groß. Oder 76 waren es, glaube ich. 1,80 beim Schwarzbart, bei unserem Wannabe-Piraten. Puls 1,88. Jackal ist mit 1,90 dabei. Und Kessel 1,85. Also, geht. Ja, der Rentner ist der Riese von uns von allen. Bei beiden Seiten. Wobei, so alt ist die Frau gar nicht mit 48. Aber die sieht halt aus wie eine Oma. Ja, nochmal. Hier, Amaru. So. Auf vielen Bildern sieht die echt aus wie eine alte Oma. Bei Kaid weiß man es einfach. 58, ja. Halber Rentner. Ah, da ist der Deutsche unter den Engländern. Moment, wie groß ist der denn? 1,73. Hm? Ach so. Yeah, oh! Misshandlungsfähig. Tentakelfüße. Stimmt. Also, ich sag, mein Tipp, nächste Season, Angreifer ist ein Mann, Verteidiger ist eine Frau. Weil Angreifer 5 Frauen in Folge, Verteidiger 5 Männer in Folge. Da muss wieder was. Da wird bestimmt wieder gewechselt. Oh ja. Wir kriegen eh zwei Operator weniger dieses Jahr. Echt? Zumindest bei dem Leak des Season Passes war es so. Statt 8, 6 Operator. Stand drin. Wer ist auf die Idee gekommen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie die erste Season komplett verpennen. Gefühlt. Wann... Oh Gott, was soll denn der Season Pass rauskommen? Weißt du das? Ne. Weil der VIP-Status läuft in einer Woche ab. Ich weiß. Und das ist ja so... Nee. 31.01. Ja. Läuft der VIP-Status ab. Das heißt, wir brauchen bis dahin einen neuen Season Pass. Da sieht sich Ubisoft nicht dieses Jahr. Gar nicht. Nee. Weißt du, kommt zu Ostern. Als Ostergeschenk kann man sich dann den Season Pass kaufen. Yay. So, Thema? Lass mal weg. Erstmal Randomizer. Na gut. Natürlich kriege ich erstmal it's a secret! You know? It's basically a secret! It's double size a secret! Außer du hast natürlich einen Fetcher, der keinen Helm trägt, dann schwierig. Er trägt einen Helm. Du trägst ernsthaft den Outbreak-Helm? Ich meine, dass ich den auf Smoke trage, kann ich irgendwo ein bisschen verstehen, aber auf Hatcher? Gibt's bessere Alternativen? Oh, ich weiß, wer die Tür noch macht. So, go. Morgen! Wird nichts reinforced. Na, auch schon hier. Ja. Langsam Engländer. Doofe Dänen. Naja, ich hab dich gerade einen langsamen Engländer genannt. Du weißt, Dänen lügen nicht, ne? Schwierig. Du sprichst wahre Worte. Hi! Ich hab dich gehört. Nur wo? Über mir? Ja, da war einer mehr als gedacht. Aha! Das war ein One-Shot.
Der hat sich bei dir überhaupt nicht gesehen. Alles klar. Da ist immer noch ein C4, glaube ich, oder? Nee. Jetzt ist er ja weg. Na dann. Was ist denn du da für ein... Oh, warte mal. Für ein Viech. In der Hand. Das ist die Schrotflinte von, Legion. In einem Caddy-Design. Also Cadillac-Design. Ich finde die voll geil, so. Ich mag sowieso die Schrotflinte von Legion. Ich meine die Form allgemein. Wenn die Form allgemein, die sieht so fett aus. Naja, das macht halt das Trommelmagazin, dieser fette. Da sitzt noch einer. Als ob du ernsthaft an mir vorbeigelaufen bist, ob du doof bist. Da kommt jetzt was angerannt, ich hör's doch schon. Ich bin die Hand. Ja. Ich hab die schon schneller gehört, ich schau da oben. Auf den Keller. Oh, D50, die gefällt mir. Hast du gerade jetzt auf ein Schild hinten gesetzt, ob du doof bist? Au. Ach, ja, ich kann zielen. Such dir mal einen netten Raum. Ich kann mir denken, wo die restlichen drin sitzen. Da ist ein C4. Okay, das war gut. Ah ne, warte mal, der Rest ist alles oben. Das ist halt wirklich. Oh nö. Nur 4? Oh komm, wir müssen doch jetzt bestimmt einen hier unten, oder? Hier warst du hier drin, hier war keiner mehr, ne. Ach egal. Sag ich den da oben halt guten Abend. Ja, moinsen. Ich hab Springfallen, ne? Ich hab Springfallen. Cool. Nächster Raum sind sie. Und so alle 4 dann? Geht nicht mehr anders, eben. Oh, dann kommen sie gebündelt, das ist gut. Jungs. Hallo? Hey. Pass auf, gleich kommt einer von rechts. Das ist ein Problem. So, ja gut. Show off! Pang! Ah, warte, warte! So. Ich finde die Dinge in dem Design echt schick. Es gibt wenig Waffen, die dieses Pink haben können. Hm. Aber auf der Deagle ist das echt geil, vor allem mit dem Muzzle Break. Sieht das echt fancy aus. Weil der wirklich den Oberschnitt so schwarz hat. Die Deagle? Ich finde Thatcher sieht aus wie ein Insekt. Achso, Thatcher sieht aus wie ein Insekt. Meiner nicht, meiner sieht aus wie ein Bulle. Und ich meine nicht das Tier. Achso, ich dachte eher aus. Ich dachte, sieht eher aus wie so. Person mit. So ein Jutebeutel auf dem Kopf. Nee, ich hab. Also mein Thatcher hat halt diese Polizeiuniform eigentlich komplett. Aber ich nutze nur die Headgear davon. Okay, Bombenschaft. Ich glaube, da sollten wir uns was überlegen. Frauenpower! Gut. Ja? Wie nimmst du? Ich hab IQ. Ziel. Bombe spotted, okay. Okay! Touché! Meiner. Es wäre schön, wenn man so die Spezialladung auf die Bombe packt, die dann hochgeht und es dann heißt, ja, Bombe aus Heu.
ist defekt. Erste Bombe gefunden, das sind wir uns. Direkt. Ich bin drin. Und die andere Bombe ist oben, okay. Ich bin drin, hier ist keine Sau. Als ob sie den Raum nicht leer gelassen haben, die Idioten. Oh. Er hat jemand verstärkt. Das ist ja ganz fein. Ob du doof bist? Was machst du hier draußen? Wo glitten hast? Zweite müsste hier auch irgendwo sein. Kindergarten wahrscheinlich. Die zweite ist oben. Relativ ja, wenig weit entfernt. Moment. Ich hör ihn, direkt schon. Über mir. Da. Falls du eine Wand hast, wo du da irgendwie reinhalten kannst, halt mal random rein mit der Sniper. Oder auch nicht. Hier ist auch keiner. Als ob die drumrum verteidigen, die Idioten. Oh, wow. Ob die doof sind. Als sie um die Tür gekommen, das hat er ganz fein gemacht. Hallo. Hallo? Oh? Okay, zugegeben, jetzt mit dem neuen Update kann ich viel besser mit den Waffen umgehen. Wo sie mal die Fadenkreuze gefixt haben, dass sie ständig da drauf sprayen. Wo du hin aimst. Das ist ganz gut. Hilft mir echt ungemein. Weil ich mit dem Scope echt ungern nach, nachts. Ich will gerade ein bisschen rum, Entschuldigung. Na? Ja, Training. Au. Ein Jogginghosen-Junkie. Yikes. Hä? Jogginghosen-Junkie. Hast du sie gerade Jogginghosen-Junkie genannt? Toll. Ja. Nur weil ich meinen Trainingsanzug trage? Mensch. Das macht man auf Arbeit nicht. Das ist keine Arbeit, das ist Training. Ach, ist Spaß, ach so. Das ist pures Training. Arbeit. Das erklärt einiges. Der Staat hat nicht genug Geld, um uns ordentliche Feinde zu besorgen. Ja, das ist richtig. Das bekämpfen wir uns selbst, oder wie? Weißt du nicht, was ich vorhabe? Doch, so ein bisschen. Du bist leer. Die kommen von Kitchen, ich hör's doch schon. Einmal mindestens wird's knallen. Nö. Warte. Jetzt möchte ich auch gleich mal. Müssen wir oben machen. Muss aber durchladen, dumme Leute. Uff. Da kommen zwei Stück auf mich. Drei. Jetzt Feuer. Schwierig. Was hast du denn überhaupt? Hm? Was hast du denn überhaupt? Ich saß in einer anderen Ecke. Ah! Okay.
Das heißt, du hast durch die Tür durch in das Fenster geschossen, oder was? Mhm. Wow. Durch die Wand durch. Ekliger! Mhm. Nochmal. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Nicht auf der Schwierigkeitsstufe. Echt nicht. Halt wirklich nicht. Das kratzt an meiner Ehre. Kratzt es halt wirklich. Ich bin's gewohnt, realistisch zu spielen. Oder schwer. Aber doch nicht normal. Ist ich doch nicht normal? Doch, ist es. Wow. Der Zweideutigkeit, du. Warum nicht? So, dann gucken wir doch mal. Soll scannen, Mädchen. Also, auf der Seite schon mal keine Bombe. Ah! Nummer 1. Oben? Mhm. Oder unten? Oben. Okay, geh hoch. Als ob der das Schild unter mir gesetzt. Hat. Hat er wirklich. Money Waste gibt's bei mir nicht. Ammo Waste meine ich, Entschuldigung. Ich renne mit dem LMG rum. Da gibt's das erst recht nicht. Nee. Habe ich eine sprengbare Wand? Ja, habe ich. Sogar mehrere. Mehrere? Viele. Nee? Oder so. Was hab ich hin? Ach so, nennt sich die falsche Taste, okay. Ja. Wenn dann da blenden. Bitte, danke. Okay. Warte. Muss ich ja doppelt lohnen. Claimer direkt am Schild. Jetzt lohnt. 10 Punkte. Plus Kill. Ups. Hier sitzt er mal hinter meinem Tresen, habe ich gehört, ne? Zwei Räume weiter. Wow. Ja gut, dann mal noch ein bisschen mehr Randale hier. Der Witz ist, ich glaube, ich könnte sogar... Oh ja, kann ich wirklich. Ich könnte einfach durch die Wand durchhalten. Yep. Du bist mutig. Du bist verdammt mutig. 45 seconds left. Warum löst das Scheißteil nicht aus? Der steckt voll in der Klemme drin. 30 seconds until bomb. Boom. Ihr wartet. Würdet ihr euch bitte mal auf die Bombe stellen? Nein. LOL? Hä? Den verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Geht das denn? Vorhin haben wir den auch nicht weggesprengt gekriegt. Okay. Na gut,
I take it. Mal. Oh. Okay. Geht auch, ne? Gut. Bombe wegsprengen ist also nicht erlaubt, habe ich jetzt auch verstanden. Play the Event, was ist das überhaupt? Achso, das ist dieses, diese komische neue Map, ne? Mhm. Ich fand die ja schon irgendwie interessant, dieses umgebaute Stadion. Mhm. Aber das ist wieder so ein... Weiß ich nicht. Schwer zu vergleichen. Das ist eine extrem kleine Map für so ein Spiel wie Rainbow oder CSGO zum Beispiel. Hm. Ich finde gerade echt keinen Vergleich für die Map, ey. So, eine Runde noch. Nicht mal im billigsten Ego-Shooter, den ich jemals gespielt habe, Crossfire. Pay to Win ist da voll dabei. Ja. Immer gut, wenn es ein Free-to-Play-Shooter ist, wundert es mich nicht. Irgendwo müssen sie ja Geld verdienen. Ja. Hm. Du kannst ja mal ein Thema aussuchen. Nicht? Nö. Nee. Na gut. Dann lass einfach random entscheiden, was passiert. 4. 3. 2. 1. Was wäre die ekligste Kombination? Ich glaube Clash und Mire. Hm. Goyo Alibi kann sogar lustig werden. Mhm. Okay, mit dem Geiselspot wird das nicht lustig. Das ist echt doof. Was du nicht sagst. Die werden auch 100% Pro um das Schild vorbeilaufen. Hier, nix. Oh, die kommen bei mir. Glaube ich zumindest. Ich hab's selbst gehört. Bitte spring drüber. Natürlich nicht, Arschloch. Brennt. Brennt. Hast du nur zwei Stück gewonnen? Brennt. Oh, Menno. Ja. Ei! Hallo! Eigentlich so. Kann ich eigentlich? Oh scheiße. Theoretisch würde es aber gehen. Das geht halt wirklich, lol. Komm mal her. Warte. Schreine, warum? Bitte kommt wieder aufs Dach, bitte kommt wieder aufs Dach. Als ob der hinterm Schild sitzt!
Noch jemand da oben auf dem Dach? Nicht! Ach so, ihr kommt verzögert, na dann. So können wir auch ob du doof bist. Ob du gelitten hast. Das erste, was wir reinforcen, die Wand, die in Ordnung ist. Natürlich! So, mal rein muss. Raus muss. Da kenne ich nichts, das mach ich nochmal. Da, ne. Das war lustig, das behalte ich so weiter. I mean, if it works, I take. Schön neblig jetzt. Was hast du gemacht, dass du am Nebeln ist? Hm? Alles gut. Och, nicht mehr neblig. Schade. Ich könnte meine Impact rausschmeißen, fällt mir gerade so auf. Hm. Yikes! Junge! Jetzt ist es wieder so schön neblig hier. Lass mein Schild in Ruhe. Achso, das war definitiv oben hätte, ja. Mhm. Akzeptiere ich so. Kommt ihr mal bitte am Fenster. Steht ein Schild für euch. Das ist doch so dämlich, dass man das Gojo-Schild vor das Fenster stellen kann, weil der einfach so ein Drogenplänter ist gefühlt, ey. Ei. Ich finde das witzig. Es hat was, ja, aber irgendwie. Ich hoffe wieder nicht, ne? Es ist broken. Komm bitte halbe Armee auf dem Fenster, bitte. Cool, letzte Runde. Mhm. Was meinst du, wenn ich einen Impact auf das Fenster schmeiße, ob das Schild aktiviert? Wirklich? Probieren wir es aus. Aber auch nur, wenn da jemand steht. Klingt schon mal vielversprechend. Jo. Ich höre Rapling. Da steht schon mal einer. Ja, es funktioniert. Hä? Keine Bewegung kapiert, alles klar. Ha! Schon nee, doch. Ich war gerade überlegen, ob ich dich vorher revive, aber nee. Hm, tut mir leid. Das mit dem Schild hat echt gut funktioniert mit der Impact. Das mit der Impact hat aber wirklich was. Schild da vorne rausstellen, Impact raus, paff, alles tot. Kann man so machen. Die neue Claymore, Gojo-Schilder. Hat auch nur drei. Ja, leider war. Schwierig.
ist in Herford Base lustig. Wenn du unten den Spot hast, ein Goyo-Schild dahin stellen, oben drüber C4 von irgendeinem anderen Spieler ransetzen lassen, du hast die Party deines Lebens. Das Witzige ist, wenn das Goyo-Schild explodiert, explodiert das C4 gleichzeitig mit, genauso umgekehrt. Ganz lustige Aktion. Oh. Ja, derjenige, der das Schild triggert, weil er drüber klettern will, der springt sich automatisch selbst hoch. Ist meistens ja, Massensterben. Das war echt witzig. War dann nicht mehr so witzig, als ich dann mit Puls dann im Ding saß. Hier in diesem Barrel-Raum dann nebenan. Also die Geisel oder die Bombe, was auch immer das war. Stand... Ja, Geisel war's. Bei einem kleinen Barrel-Raum, wo man immer alles zumacht. In der Ecke der... So, ich bin raus jetzt, für heute, ne? Ja. Ich bin ja mit dem falschen Server verbunden, kein Wunder, dass mein Ping so schlecht ist. Ich bin mit dem EUS-Server verbunden. Hm. Muss nach Russland auswandern. Ne, auf jeden Fall war dann halt diagonal gegenüber der andere Barrel-Raum. Das andere, Aluhol-Lager. Und ich lag da die ganze Zeit mit Puls und hab da hinten hingeguckt. Plötzlich stand wirklich straight vor mir ein T. Ich so, holy shit, Freundchen, verpiss dich. Kurzschlussreaktion, erstmal die UMP raus und reingehalten. Yikes. Katastrophe. Naja, du wolltest wahrscheinlich pennen gehen jetzt, ne? Naja, es ist halb eins. Mittlerweile. Ja. Kann man machen. Ja, das finde ich ganz sinnvoll. Das kann man machen. Oh, das muss man aber nicht. Ist Wochenende. Ja. So, ich schließe dich Rambo bei mir nicht. Warum nicht? Bei mir ist... Ah, ich glaube, das wäre schon offline, aber egal. Mit dieser Hemmenttäuschung. Taskmanager. Zurück ins Zelt. Peace. Wieso? Was denn jetzt noch? Wie meinst du das?